Morgen früh ist es endlich soweit. Fortnite Chapter 3 Season 2 wird um 8 Uhr morgens in die Downtime gehen. Das Update wird draufgespielt. Und gegen Mittag werden wir endlich in der Lage sein, die neue Season zu spielen. Warum allerdings keine Teaser gekommen sind und was wir alles bisher wissen, das werden wir in diesem kurzen kleinen Infovideo beleuchten. Zuallererst einmal, ja genau, die Season startet morgen früh um 8 Uhr in die Downtime. Die Downtime für eine Season dauert etwas länger als normalerweise für Updates, das heißt wir können, wenn die Downtime um 8 Uhr anfängt, mit ca. 3 bis 4 Stunden rechnen, das heißt gegen 11, vielleicht 12 Uhr, wird dann das Game online sein, werden die Server wieder online sein und wir werden die neue Season spielen können. By the way, ich bin natürlich auch live auf YouTube, auf diesem Kanal. Morgen um 11 ungefähr werden wir anfangen zu streamen. Warum genau kam keine Teaser? Und das ist sehr leicht zu erklären, denn momentan wissen wir ja, auf der Map gibt es diese Erdbeben, weil die IO-Leute, die im letzten Live-Event auf die Seite geflippt worden sind, durch die Map sich raufdrillen mit diesen Bohrern, durch die Map bohren und auf die Oberfläche gekommen sind. Da kennen wir die kleinen Außenpunkte, die da überall auf der Map verteilt sind. Die verursachen nun scheinbar auch diese Erdbeben. Wir können nun also auch davon ausgehen, weil die Seven, also die großen Sieben, uns letztes Mal im Live-Event gerettet haben und die gegen die IO kämpfen, dass das ganze Thema der nächsten Season ein Kriegsthema wird. Da wir aber momentan den Krieg in der Ukraine haben, wird Fortnite weder Teaser noch irgendwelche anderen Hinweise oder Promotion-mäßige Sachen posten auf ihren Social-Media-Kanälen. Daher kriegen wir keine Teaser diese Season. Das ist zwar schade, aber komplett nachvollziehbar. Und ich finde das auch einen sehr angemessenen Schachzug. Deshalb bekommen wir also keine Teaser. Aber was wir schon bekommen haben, sind erste kleine Leaks. Und zwar, wenn ihr nicht wissen wollt, wie der Battle Pass nächste Season grob gestaltet sein wird, dann könnt ihr jetzt schon mal ausschalten, was mit den nächsten Leaks für die Season los ist. Dann jetzt bitte abschalten, abonnieren natürlich nicht vergessen. So, jetzt da alle weg sind, alle die das noch wissen wollen, nächste Season im Battle Pass werden wir Doctor Strange erhalten. Ich finde das sehr geil, der Film kommt im Mai raus, ich freue mich darauf sehr auf den Film, der wird bestimmt ein Banger. Der wird auf jeden Fall ein Battle Pass Skin, was ich hoffe, dass er nicht Level 100 wird, sondern dass sie mit einem Original Skin Design für Level 100 und Level 50 und was da alles dazu kommt, dass sie damit kommen und uns da was schenken. Dass es vielleicht der Special Skin wird, wer weiß. Das ist halt ein Collaboration Skin, weil die eine Comic-Reihe mit Marvel rausbringen namens Zero War. Das passt natürlich auch sehr zu dem Thema nächste Season dementsprechend. Das wird eine ähnliche Reihe wie die Batman-Comics, das heißt auch auf die Story ein bisschen eingehen. Ich weiß nicht, inwiefern das zutrifft, da habe ich mich noch nicht so schlau gemacht. Aber wenn das interessiert, einfach mal googeln oder auf Twitter gucken, da gibt es viele Infos darüber. Die Comic-Reihe wird auch noch ein bisschen dauern, ein bisschen erscheint. Ich glaube, erst im Sommer wird es der Release-Date sein. Dementsprechend können wir uns darauf auch schon mal freuen. So viel wissen wir erstmal über die neue Season. Wir werden uns natürlich morgen auch nochmal mit den Leaks in der Downtime beschäftigen, wenn ihr live in den Stream reinkommen wollt. Ab 11 Uhr ungefähr auf diesem Kanal hier. 11, 12 Uhr werden wir live gehen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Like dieses Video und abonniert den Kanal, um dann keine weiteren Videos zu verpassen. Wir haben nicht nur News-Videos, sondern auch Content-Videos. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.